90 die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Grüne haben im Juni diesen Antrag eingebracht, weil wir wollen, dass in der Energieeffizienzpolitik endlich etwas passiert und weil wir wollen, dass die EU-Energieeffizienzrichtlinie endlich vollständig und korrekt umgesetzt wird. In der Zwischenzeit ist ein blauer Brief aus Brüssel gekommen und es ist wirklich wenig passiert. Sie erzählen uns immer, Sie seien die größten Freunde der Energieeffizienz. Aber die Frage ist doch, ob Sie auch Energieeffizienzpolitik machen. Bisher ist Ihre Liebe zur Energieeffizienz ja eher im Verborgenen geblieben. Ich weiß, was Sie von der SPD und Union zum Teil jetzt schon gesagt haben, gleich wieder sagen werden. Nun warten Sie doch erst mal ab, Frau Verlinden. Das kommt schon alles noch, werden Sie sagen. Das erzählen Sie mir nun seit einem Jahr. Aber ich sage Ihnen, ich habe es satt, abzuwarten. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht für den Bundestag kandidiert, um abzuwarten. Die Klimakrise wartet auch nicht. Das Kabinett hat gestern den NAPE, also den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, vorgestellt. Wobei die Aktion aus dem Wort Aktionsplan ja erst noch folgen muss. Bisher sind das alles nur Ankündigungen. Und Sie haben ja heute Mittag in der Klimadebatte sich gewünscht, dass wir Grüne kritisch im Parlament begleiten. Und ja, da können Sie sich darauf verlassen, dass wir Sie daran erinnern, dass bei der Energieeffizienzpolitik was passieren muss. Deswegen steht ja heute auch unser eigener Antrag wieder auf der Tagesordnung. Mit dem Aktionsplan Energieeffizienz, wie Sie ihn nennen, stehen viele geplante Maßnahmen und keine großen Überraschungen drin. Überrascht hat mich aber und auch wirklich geärgert hat mich, dass die Bundesregierung nicht bereit war, diese Maßnahmen im Haushalt für 2015, der ja letzte Woche beschlossen wurde, auch mit Geld zu hinterlegen. Deswegen frage ich mich, geht bei Ihnen die Energieeffizienzpolitik dann eigentlich erst 2016 los? Wollen Sie wirklich noch ein Jahr warten? Mit diesem Aktionsplan Energieeffizienz, selbst wenn all Ihren Worten darin noch Taten folgen werden, damit Sie das Ziel, das Sie sich übrigens selbst gesteckt haben, werden Sie damit nicht erreichen. Denn im Vergleich zum Jahr 2008 wollen Sie ja 20% Energie einsparen bis 2020. Die Hälfte der Zeit ist rum und Sie haben nicht mal 4% geschafft. Wie wollen Sie also in der restlichen Zeit Ihr Ziel noch erreichen? Denn die angekündigten Maßnahmen im NAPE werden dazu nicht reichen. Das hat Minister Gabel ja gestern selbst zugegeben. Das magere Ergebnis bisher, also die knapp 4% Energieeinsparung seit 2008, muss sich vor allem die Union zuschreiben. Denn Sie haben ja die letzten Jahre regiert. Und wenn ich dann lese, dass Abgeordnete aus der Union, auch Frau Gundelach, die hier eben sprach, und ach, wie wichtig die Energieeffizienz doch ist, wenn Sie, Abgeordnete aus der Union, den Aktionsplan Energieeffizienz sogar noch verwässern wollen oder noch mal verschieben wollen, dann frage ich mich wirklich, wie ernst Sie das mit dem Energieeinsparziel und mit der Energiewende eigentlich meinen. Ich stehe mit meiner Kritik übrigens nicht alleine da. Neben dem Aktionsprogramm Klimaschutz und dem NAPE ist gestern auch der Fortschrittsbericht zur Energiewende veröffentlicht worden. Und ich zitiere hier jetzt aus der Stellungnahme der Experten, die Sie ja selbst beauftragt haben. Die Expertenkommission kann nicht nachvollziehen, wie die Regierung beim Festhalten am Effizienzziel ein großes Defizit feststellen kann, dann aber Maßnahmen vorschlägt, die kaum mehr als ein Drittel des Defizits ausgleichen können. Die Expertenkommission hätte eine Aussage dazu erwartet, wie mit der verbleibenden Deckungslücke umgegangen werden soll. Zitat Ende. Das hätte ich mir von der Bundesregierung auch erwartet, und zwar ganz konkret. Ich will hier keine Sonntagsreden hören. Ich will wissen, wie Sie Politik gestalten wollen, wie Sie politische Maßnahmen umsetzen. Ich will hier im Parlament mit Ihnen über Finanzierung und konkrete gesetzliche Rahmenbedingungen diskutieren. Das ist doch keine Talkshow hier. Das Parlament muss gestalten. Das, was Sie gestern zum NAPE vorgelegt haben, das sind vor allem Maßnahmen für die Nachfrageseite. Und das ist auch sehr wichtig, da wir den Endenergieverbrauch reduzieren wollen. Der Wirtschaftsminister hat gestern aber auch gesagt, dass er die verbliebene Lücke zum Effizienzziel mit Einsparungen auf der Erzeugungsseite decken will. Ein richtiger Ansatz. Jedoch, wirklich konkret ist er nicht geworden. Wenn Sie konsequent den Strukturwandel in Richtung eines Kohleausstiegs vorantreiben
und den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder ambitioniert in den Mittelpunkt rücken würden, dann nutzt das dem Klima und auch Ihrem Primärenergieeinsparungsziel. Stattdessen haben Sie den Ausbau der Erneuerbaren gedeckelt und wollen läppische 22 Millionen Tonnen CO2 im Kraftwerkspark sparen, was in etwa 150 Petajoule entsprechen würde. Und selbst wenn Sie hoffen, im Verkehr noch etwas einsparen zu können, Sie brauchen dann immer noch 550 Petajoule, um Ihr eigenes Ziel zu erreichen. Also ein Drittel Ihres selbstgesteckten Energieeinsparziels bleibt offen nach all den Maßnahmen, die Sie hier bisher angekündigt haben. Helfen würde auch, wenn Sie Ihr Ziel zur Kraft-Wärme-Kopplung ernsthaft verfolgen würden. Aber das Streichen des KWK-Indikators im Monitoringbericht zur Energiewende lässt mich befürchten, dass Sie die KWK schon abgeschrieben haben. Was lange währt, wird endlich gut? Ich weiß nicht. Bei Ihrer Effizienzpolitik hat sich das leider noch nicht bewahrheitet. Wenn Sie selbst im Parlament keine Anträge zu dem Thema stellen, dann stimmen Sie doch einfach unserem zu. Der ist überhaupt nicht überholt, sondern packt das Thema jetzt und konsequent und konkret an. Der Kollege Klaus Mintrup hat für die SPD-Fraktion das Wort.